Die Wandersaison ist eröffnet. In Breitenwang in Reute fällt der Startschuss für den ersten TT Wandercup, den es heuer bereits 16 Jahre gibt. Wählen können die Wanderer zwischen der Familien- und der Expertentour. Die Stempelkarte wird abgeholt und los geht's. Eine neue Route, eine neue Landschaft, eine neue Gegend. Ich glaube, es wird schön. Wandern gehen, an See, klettern. Ein Bus bringt die Wanderer zum Standort der Expertenwanderroute. Auch unsere Redakteurinnen Lisa und Elisabeth sind mit dabei. Auch dieses Jahr gibt es wieder die Stempelkarte. Wer fleißig wandert und Stempel sammelt, kann am Ende der Saison sogar eine goldene Wandernadel ergattern. Das wissen alle, die schon öfter dabei waren. Freilich, ich gehe bei allen Wanderungen mit bei der TT. Ja, weil wir schon seit Ewigkeiten da mitgingen. Und so lernt man Tirol kennen. Eine der Besonderheiten dieses Wandertags ist die Schifffahrt über den Heiterwanger See. Auch die kleinen Wanderer sind begeistert. Hallo, herzlich willkommen bei Tirol GV. Wir sind gerade im Schiff, fahrt gerade im See entlang. Dann wandern wir auf, dann ist der Hubs oben. Ja, und dann essen wir noch Kleinigkeit. Ja, es ist meine Heimatgemeinde und in meiner Urjugend war ich da mal 15 Jahre Bürgermeister. Und jetzt sind wir am Heiterwanger See und der war schon eines der besten Fischgewässer für den Kaiser Maximilian. Also wir sind auf den Spuren Kaiser Maximilians in jenem Bezirk Tirols, der gelegentlich als Anhängsel gesehen wird und viele Tirolerinnen und Tiroler ganz selten ins Ausserfahren kommen. Und umso schöner ist es, dass heute beim Wandercup so viele Tirolerinnen und Tiroler aus anderen Bezirken zu uns kommen. Das 16. Wanderevent macht heuer in 11 Orten Tirols Station. Auch dieses Mal werden wieder Familienfeste gefeiert. Wir haben die Ehre, dass wir den TT Wandercup jetzt schon, kann man sagen, über Jahrzehnte hin organisatorisch begleiten dürfen. Die Routenauswahl treffen, die ganze Organisation, dieses Familienfest, was man da im Hintergrund sieht, ist eine sehr schöne Arbeit, eine sehr freudige Arbeit, wenn man dann am Ende des Tages in glückliche Gesichter schaut. Also macht sehr viel Spaß, machen zu dürfen. Ungefähr 2 Monate vorher heißt es schon, alles organisieren, zum Schauen, dass man alles ins Lot kriegt. Die Beschilderung, die Bewirtung, das ist eine große Herausforderung. Überhaupt, wenn mehr als 1000 Leute kommen, aber das freut uns natürlich sehr und das macht man natürlich sehr gerne. Wir haben uns eigentlich Anfang Dezember haben wir uns um diesen TT Wandercup bemüht. Wir haben versucht, gemeinsam mit dem TVP Naturpark Region Reute das gemeinsam zu organisieren mit der Gemeinde Breitenwang. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr stolz, dass das jetzt so wunderbar funktioniert hat. Ich glaube, jeder, der da mal das Außerfahren und das Planzer Gebiet erwandert hat, hat feststellen müssen, dass also wir eine wunderschöne Gegend haben, die in allen Jahreszeiten wirklich hervorragend und wunderschön zu präsentieren ist. Und ich muss auch sagen, ich habe gute Vereine, die in der Gemeinde sehr gut zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich der Erfolg für so einen Tag und der Erfolgsschlüssel, damit man so etwas überhaupt organisieren kann.